Zuerst beginnen wir mit Kartoffeln ansetzen. Die müssen weich kochen. So, unsere Kartoffeln sind jetzt fertig. Jetzt werden die gepresst. Als nächstes kommt Mehl dazu, ein Prise Salz und ein Ei. Und wird jetzt durchgeknetet, die Masse. So ist unsere Kartoffelknödelteig fertig. Für die Knödelform brauchen wir am besten ein kleines Brett, wo Sie die Masse ein bisschen kleines Bild formen. Da schneiden wir uns so kleine Scheibchen. Nehmen wir am besten ein kleines bisschen mehr Mehl drüber von unten, dass es ein bisschen flacher macht. Und die Erdbeer rein. Und einfach eine schöne runde Knödel machen. So sehen unsere Knödel aus. Und als nächstes brauchen wir einen Topf mit kochendem Wasser, ein kleines Prise Salz. Die würden ungefähr 10 Minuten kochen müssen. Den Rhabarber-Erdbeerkompott vorbereiten. Wir tun zuerst die Rhabarber hinzu im Topf mit ein kleines bisschen Zucker. Wir dünsten den Rhabarber jetzt, dass er relativ bissfest ist, nicht so zerkocht. Sonst sieht das auch nicht gerade so schön aus. Als nächstes fügen wir die Erdbeeren hinzu. Ein kleines bisschen umrühren. Löschen wir das mit ein bisschen Rhabarbersaft und auch Erdbeersaft. Dann tun wir zuerst das richtig aufkochen. Ich verbinde die Kartoffelstärke jetzt mit kaltem Wasser, wo wir den Kompott ein bisschen klein andicken müssen. So ist das schon, sage ich mal, fertig. Das sieht schon ganz lecker aus. Die Auge ist immer mit, also wir tun das schön auf dem Teller anrichten. Die Vanillesoße ist auch fertig. Also gießen wir auf die Knödel oben drauf. Sieht das lecker aus. Und wir können ein bisschen mit Zitronenmelisse dekorieren. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de